Hallo liebe Schubert-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zum Thema Kommunikationssysteme. Ich bin Martin und ich möchte euch heute den Schubert Device Manager vorstellen. Mit dem Schubert Device Manager könnt ihr nicht nur die Firmware auf eurem SC1, SC10UA oder SC1M aktualisieren, ihr könnt damit auch das Konfigurationsmenü, sprich die Sprache des Systems, verändern. Werksmäßig sind die Systeme stets auf Englisch eingestellt. Mit dem Device Manager könnt ihr die ganz einfach auf die deutsche Sprache umstellen. Also viel Spaß beim Zuschauen! Um beim Firmware-Update auf euer SC1 oder SC1M oder SC10UA zu installieren, benötigt ihr den Schubert Device Manager. Den Schubert Device Manager könnt ihr ganz einfach bei uns auf der Internetseite www.schubert.com runterladen. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Klickt dafür auf unsere Internetseite in der Rubrik Produkte auf Motorrad. Dort findet ihr unter den Reiter Kommunikationssysteme viele Informationen zu den Kommunikationssystemen und, wenn ihr ein Stückchen weiter nach unten scrollt, auch die SENA Service Seite. Klickt auf den Link zur SENA Service Seite und ladet euch für euren Computer die korrekte Version des Schubert Device Managers herunter. Übrigens, auf der Seite weiter unten findet ihr auch die kompletten Bedienungsanleitungen zu unseren Geräten. Auf dem Computer hier habe ich den Schubert Device Manager schon installiert und kann diesen auch gleich für euch öffnen. Nachdem ihr den Schubert Device Manager auf eurem Computer installiert habt und geöffnet habt, könnt ihr am Schubert Device Manager die Sprache einstellen. Geht dazu einfach auf das Fähnchen neben dem X und wählt Deutsch aus. Schließt nun das mitgelieferte USB-Kabel an das SC1-Gerät an und klickt im Schubert Device Manager auf Vor. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm für eure Geräte. Wenn ihr wie hier im Beispiel ein SC1 besitzt, müsst ihr 5 Sekunden lang die Minustaste am SC1-Gerät gedrückt halten, um die Geräteerkennung durchzuführen. 1, 2, 3, 4, 5. Klickt danach auf Vor. Sollte die Geräteerkennung bei euch nicht gleich funktionieren, gebe ich euch einen Tipp. In manchen Fällen ist die Firewall oder der Virenscanner aktiv. Schaltet dafür einfach beides aus. Möglicherweise blockiert dies euer USB-Port oder die Verbindung zu dem Server, wo die Software runtergeladen wird. Wie ihr hier seht, ist auf diesem SC1 eine alte Firmware 1.2 installiert. Die neueste bzw. zu diesem Zeitpunkt aktuellste Version ist die Version 2.0.4. Hier könnt ihr auswählen, welche Sprache euer System sprechen soll. In dem Fall wählen wir einfach Deutsch aus und sagen Ja. Speichert euch diese Image-Datei auf eurem Computer ab. Und nachdem ihr den Link gespeichert habt, wird die Installation der Firmware beginnen. Bei ca. 50-60% Installationsfortschritt fordert euch ein Pop-up-Fenster auf, die Minustaste an eurem SC1-Gerät erneut zu drücken, bis die Meldung verschwindet. Nun ist die Meldung auf unserem Desktop hier erschienen. Drückt also am Gerät die Minustaste, bis diese Meldung verschwindet. Übrigens, diese Meldung erscheint kurz vor Beendigung der Installation der Firmware erneut. Auch hier müsst ihr wieder die Minustaste am SC1-Gerät gedrückt halten, bis die Meldung verschwindet. Nun ist die Meldung zum zweiten Mal erschienen und ihr drückt die Minustaste am Gerät. Fertig! Die Installation der neuen Firmware ist komplett abgeschlossen. Im Schubert Device Manager könnt ihr nun Einstellungen am System verändern oder Einstellungen des Systems vornehmen. Geht dazu in die Geräteeinstellungen und schaut euch an, welche Funktionen ihr aktiviert haben möchtet oder welche Funktionen für euch besonders wichtig sind.
Unter den blauen Ausrufezeichen findet ihr jeweils immer die Bezeichnung bzw. die Beschreibung der Funktion. Grundsätzlich empfehlen wir euch, HD Voice sowie HD Sprechanlage stets aktiviert zu lassen. Auch die Funktion Advanced Noise Control ist sehr wichtig, da dies ein digitaler Rauschfilter ist und für eure Kommunikation zwischen anderen Teilnehmern wichtig ist. Wenn ihr Einstellungen an dem System über den Device Manager verändert, klickt einfach hier unten auf Speichern. Seid ihr fertig mit euren Einstellungen, dann trennt einfach das USB-Kabel vom SC1. Den Device Manager könnt ihr dann schließen. Ich hoffe, unser Tutorial zum Thema Schubert Device Manager hat euch gefallen und euch hat das Zuschauen Spaß gemacht. Ich wünsche euch stets gute Fahrt und alles Gute. Tschüss, euer Martin!